Das berühmte Turiner Grabtuch gibt der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. Das Original mit einem Körperabdruck, der von Jesus Christus stammen soll, befindet sich in einer Seitenkapelle des Turiner Doms. Eine Kopie davon ist seit heute im Bischofshaus auf dem Salzburger Kapitelplatz zu sehen. Dort werden in einer Sonderausstellung des Malteserordens die Forschungen um das Grabtuch dokumentiert. Renate Lachinger berichtet. Wer ist der Mann auf dem Tuch? Dieser Frage ist eine Reihe von Wissenschaftlern nachgegangen, ohne ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen. Der Mann auf dem Grabtuch war definitiv ein Jude, der im ersten Jahrhundert einer schweren Folter, nämlich erstmal einer ganz starken Geißelung und dann einer Kreuzigung unterworfen war, der aber sich von allen anderen Toten, von allen anderen Gekreuzigten darin unterscheidet, man hat nirgendwo auf einem Grabtuch ein Körperbild gefunden. Dies ist eine Kopie des Grabtuchs und diese Figur entspricht den Maßen des Körperabdrucks auf dem Tuch. Die Ausstellung dokumentiert eine spannende Spurensuche und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sogar der Straßenstaub wurde analysiert. Straßenstaub hat je nach Region eine unterschiedliche geologische Signatur nach der Elemententafel. Und der Straßenstaub auf dem Grabtuch ist identisch mit dem von Jerusalem. Also der Mann auf dem Grabtuch ging mit bloßen Füßen barfuß über die Straßen von Jerusalem. Handelt es sich bei diesem Mann nun um Jesus Christus? Beweise dafür gibt es nicht. Für Erzbischof Franz Lackner hat das Turiner Grabtuch eine ganz besondere Bedeutung und ist mehr als nur eine Reliquie. Ich war in Zypern UNO-Soldat und da habe ich ein Buch gelesen, wo das Bild von diesem Negativbild abgebildet war. Und mir war, als ob ich angeblickt wäre. Zu sehen ist auch eine rekonstruierte Dornenkrone, eine römische Geißel, sowie Nägel, die für Kreuzigungen verwendet wurden. Salzburg ist die 12. Station dieser Wanderausstellung, die 6 Wochen lang im Bischofshaus am Kapitelplatz zu sehen ist.